Es fängt an mit ja, Neujahrsfeier, dann kommt schon bald darauf der Fasching, dann kommt Ostern, dann kommen irgendwelche 4 bis 5 Brückentage dazu, Pfingsten, das Sommerloch. Kennen Sie die 4 Todfeinde des Telefonverkaufs? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Hallo, ich grüße Sie. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Thomas Klein, Spezialist in der Neukundenakquise für die IT-Branche. Und wer kennt diese Ausreden nicht? Ja, wir haben natürlich das ganze Jahr über, ganz besonders in Deutschland, ständig irgendwelche Ferien, Urlaube, Phasen, wo die Erreichbarkeit schlechter ist als für andere Phasen. Und wenn man sozusagen danach gehen würde, dann dürfte man überhaupt keine Telefonakquise betreiben, was natürlich völliger Quatsch ist. Ja? Es fängt an mit ja, Neujahrsfeier, dann kommt schon bald darauf der Fasching, dann kommt Ostern, dann kommen irgendwelche 4 bis 5 Brückentage dazu, Pfingsten, das Sommerloch, sogenanntes Sommerloch, dann Herbstferien und so weiter und so weiter. Und wenn man vielleicht dann auch noch in der Schweiz akquiriert, dann kommen nochmal zusätzliche Ferienzeiten hinzu und in Bayern kommen nochmal zusätzliche 4 oder 5 verschiedene Feiertage dazu und entsprechend Brückentage. Das heißt, wenn man Neukundenakquise betreiben möchte und Bestandskundenakquise, egal welche Art von Akquise, dann muss man einfach mal diesen Gedanken abschaffen, dass den richtigen Zeitpunkt und den falschen Zeitraum oder den richtigen Zeitraum für Akquise gibt. Den gibt es nicht, denn jeder Zeitraum ist richtig, ja, und falsch zugleich. Das heißt, man kann sich nie darauf verlassen, dass man nicht zum Beispiel auch Freitag irgendwie spät Nachmittag noch ein super Akquisegespräch führt, vielleicht das Beste der ganzen Woche. Ja, viele sagen, Freitagnachmittag geht nichts mehr. Es gibt einfach keine pauschale Antwort dazu. Es gibt nur die Antwort, wer nicht Akquise macht und wer sozusagen sich davor drückt oder Ausreden sucht, ja, welche Art und Weise auch immer, wird kein neues Geschäft generieren. Das ist mal Fakt. Ja. So viel dazu. Ich hoffe, das war ein hilfreiches Video für den einen oder anderen da draußen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Thomas Klein.